Aus bislang unbekannten Gründen brach am Samstagmorgen gegen 8 Uhr in einer Garage in der Loppengasse in Nussloch ein Brand aus. Das Feuer breitete sich auf die beiden Stockwerke oberhalb der Garage, in denen sich eine private Schreinerwerkstatt und ein Lagerraum befinden, aus. Die erste Erkundung hat ergeben, dass sich diese Garage innerhalb eines Gebäudes befunden hat und sich im Vollbrand befand. Die Feuerwehr Nussloch hat nach der Ersterkundung erkannt, dass sie Unterstützung benötigt. Daraufhin wurde die Feuerwehr Leimen mit der Abteilung Stadt und St. Ilgen alarmiert. Die Feuerwehr Nussloch ist hier vor Ort insgesamt mit 44 Mann Feuerwehr. Wir haben darüber hinaus 4 Mann von der Polizei und eine RTW-Besatzung mit 3 Mann. Ja, wir haben hier eine relativ verwinkelte Bauweise und das Feuer hat sich über eine Dehnfuge zu den Obergeschossen durchgefressen, sodass wir damit rechnen mussten, dass sich das Feuer auf den Dachstuhl ausbreitet. Der Brand ist noch nicht gelöscht, wir haben den Brand aber unter Kontrolle. Der Dehnfugenbereich wurde kontrolliert und weitestgehend abgelöscht. Wir haben jetzt im Bereich des Dachgeschosses noch 2-3 Tragwerke, die momentan kontrolliert werden müssen. Aber momentan ist der Brand unter Kontrolle. Auch das Dach der an die Garage angrenzenden Gemeindebücherei wurde in Mitleidenschaft gezogen. Ja, so ein Brand ist immer problematisch aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit. Wir haben hier zum Teil brennbare Materialien, die von außen nicht erreichbar sind. Hier ist es zum Teil notwendig, dass man Tragwerke oder sogar Mauerwerk öffnen muss, um diesen Brand löschen zu können. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 130.000 Euro. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.